Hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ich habe hier noch eine Neuheit von Safari Limited für 2024. Und zwar den Fairy Rainbow Dragon. So sieht's aus. Kommt hier in der Tüte und Safari Limited hat ihm hier auch noch einen zusätzlichen Blister spendiert. Ich habe die Tüte schon mal hier aufgeschnitten. Ihr seht's, kommt hier sicher verpackt und diese Blisterteile halten die Figur dann auch noch einigermaßen in Form. Ja, das Ding ist schon extrem krass, extrem schräg und ja, ich musste auch ein paar Mal blinzeln, als ich die Produktbilder dazu gesehen habe und jetzt habe ich es live bei mir hier auf dem Tisch. Ist ein Drache, ich sammle Drachen, von dem her auch sowas findet seinen Weg zu mir. Manche werden hier nur noch den Kopf schütteln, andere werden sagen, ja komm, coole Fantasy-Figur und das ist es halt auch, ne? Hier, hat übrigens die Nummer 102518. Fairy Rainbow Dragon wurde hier im Februar 2024 verpackt. Und es gibt hier auch einen kleinen Begleittext mit dazu. Das lese ich euch dann am Ende des Videos, wenn ich ihn 360 Grad drehen lasse, nochmal ganz schnell vor. So, jetzt mache ich als erstes mal die ganzen Blistergeschichten hier weg und auch sein Anhänger mit einem Gummibändchen dran. Sehr gut. Ihr wisst, da ist immer so ein Einzeiler mit dabei in drei Sprachen. Leider nicht in Deutsch. Können wir uns sparen. Text dazu kommt, wie schon gesagt, noch. Ja, und dieser kleine Kerl hier hat, ich messe mal ganz schnell an der höchsten Stelle, am Flügel hier eine Höhe von nicht ganz 13 cm, 12,9 hat eine Flügelspannweite, beziehungsweise wir müssen hier das Schwänzchen mitnehmen, von gut 17 cm und eine Tiefe von 10 cm. Ist für Leute wichtig, die die Figuren in die Vitrinen stellen. Darum messe ich das immer so ab. Ja, die Regenbogenfarben. Heute sind es nicht mehr einfach nur Regenbogenfarben. Übrigens an dieser Stelle noch eine kurze Anmerkung. Der Axolotl, ja, der auch von Safari Limited erschienen ist, kommt ebenfalls in Regenbogenfarben. Okay? Ein Axolotl in Regenbogenfarben. Ja, ihr habt richtig gehört. Ist kein Witz, ne? Gut, also dieser Drache hat hier auch noch ein Horn auf dem Dez und lange spitze Fledermausohren plus blaue Augen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll, aber lasst uns doch wie immer ganz einfach am Kopf beginnen. Aber ihr seht schon, das ganze Ding glänzt hier ziemlich. Das ist beabsichtigt, denn über das Ganze wurde so eine Art Perlmuttfarbe drüber gezogen. Vielleicht haben sie ihn auch komplett in diesem perlmuttartigen Kunststoff gegossen. Das ist sehr gut möglich, denn er glänzt wirklich überall. Also nicht nur bunte Farben, er schimmert auch an allen Ecken und Enden. Also, komm. Der Kopf ist wirklich nicht drachentypisch. Das erinnert irgendwie an Raubtierkopf mit Fledermausohren und Einhorn. Ja, die Augen, wie schon gesagt, sind in Blau. Grundfarbe ist weiß, dann hellblau und noch ein dunkles Blau. Und Lidschatten hat er hier auch noch bekommen. Er guckt fröhlich, guckt lustig, ist gut drauf. Das Näschen haben sie hier in einem Altrosa bemalt, genauso wie die Innenseiten dieser gerippten Fledermausohren auf beiden Seiten. Das Hörnchen hat noch so einen Tupfen Altrosa abbekommen und geht hier in so ein metallisches Blau über. Die Bäckchen ebenfalls noch mit rosa Farben bemalt. Der Kopf wurde dran geklebt, ist also nicht ein Guss, ist klar. Dann geht's hier Perlmuttfarben weiter über die Schuppen, Hals, Brust. Hier sind richtig dicke Schuppenplatten zu sehen, die selbst auch noch eine Struktur bekommen haben. Das ist nett gemacht, ist auf jeden Fall sehr aufwendig. Die Flügel und die Arme wurden hier ebenfalls anmontiert. Aber ich bleibe mal hier im Halsbereich. Hier sieht man auch, dass der Kopf anmontiert wurde. Hier ebenfalls schöne, breite, ziegelartige Schuppen zu erkennen. Das ist schon gut gemacht. Seitlich auch nochmal diese altrosa Farbe besprüht. Genauso wie hier über die Schenkelchen. Die Krallen oder ja die Hände. Die ganze Unterseite ist rosa. Und auch die Hand, nicht nur die Krallen. Dann geht es hier Perlmutt. Und in dieses Metallicblau über.
was sich dann in den Regenbogenfarben über die ledernen Flügelchen verteilt. Wir haben Blau, wir haben Grün, wir haben Gelb, Orange und Rot. Das ist eine schöne Farbzusammenstellung. Halt die typischen Regenbogenfarben. Fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Violett, ne? Auch hier der Flugarm schön mit Schuppen bestückt. Dann die Haut, die Flügelhaut dazwischen. Eher ganz einfach gestreift skulpturiert, passt aber gut dazu. Die Oberseite, wie ihr seht, haben sie glatt gemacht. Man kann hier die Flügelrippen oder die Flügelfinger erkennen. Die Haut ist auch nicht flach, sondern schön so erhaben. Halbrund skulpturiert, ist komplett glatt an der Oberseite. Und hier geht es dann auch in dieses metallische Blau am Flugarm über bis zum Körper, und hier sieht man auch, dass es anmontiert wurde. Haben sie aber gut gemacht. Und hier drüben exakt genau das gleiche Schauspiel, was die Farben hier angeht. Also die Flügel schön links und rechts erhoben, nach oben gestellt, damit die Farben hier auch schön zur Geltung kommen. Die Schuppen an der Brust, wie schon gesagt, ganz breit. Am Körper sind die ein bisschen kleiner, aber auch für einen Drachen relativ grob gehalten. Genauso an der Flanke. An den Beinen hier seitlich am Schenkel werden die Schuppen ebenfalls wieder ein bisschen breiter, genauso wie hier oben. Die Krallen hier unten sehen ein bisschen aus wie große Kristalle. Und vorne kann man noch ganz kleine Krallen erkennen, die sie hier wieder in diesem Altrosa besprüht haben. Ansonsten geht es nach vorne relativ glatt zu. Hier die Bestempelung Rainbow Dragon. Das Fairy fehlt. Copyright von 2023, ist aber bei uns 2024 erschienen. Hier unten am Bauch seht ihr auch wieder die breiten Schuppen, die dann hier in seinen Schwanz verlaufen. Hier werden sie dann wieder ein bisschen kleiner. Seitlich ebenfalls die kleineren Schuppen. Über die Mitte geht hier noch so ein etwas erhabener Schuppenkamm, wie man sehen kann. Und der Schweif geht hier ein bisschen gerollt nach hinten weg. Und diese Schwanzsegel hinten haben sie auch nochmal in diesen schimmernden Regenbogenfarben bemalt. Ist sehr aufwendig. Hier haben sie Blau, Gelb und Rot gesprüht. Alles andere dazwischen ist halt mehr oder weniger ein Farbverlauf, ne? Aber ist eine saubere Arbeit, haben sie gut gemacht. Und wer nicht bei den vielen Farben durchdreht, kann da auch echt seinen Spaß mit haben. Ist ein fröhlicher und gute Laune Drache, halt Fantasy pur. Und wenn man das politische Zeitgeschehen komplett außer Acht lässt, dann habt ihr hier einen goldigen, bunten Regenbogendrachen fertig aus ab. Und das soll es ja auch sein. Eine Spielzeugfigur, eine Drachensammelfigur. Safari ist bekannt dafür, komplett unterschiedliche Drachen im Programm zu haben. Und das hier ist halt wieder mal was anderes, nicht immer das Gleiche. Da versuchst du wirklich alles Mögliche. Und bis jetzt, muss ich sagen, wird es einem da auch nicht langweilig, wenn du mit sowas hier leben kannst. Okay, ich stelle den hier mal ganz schnell in den Wald, in den Feenwald. Mal gucken, wie er da kommt. Ja, komm, das kann man doch angucken. Ist doch nett, oder? Mit so einer kleinen Base. Das Grün des Waldes und so ein bunter Kerl, der da drin sitzt. Das ist schon märchenmäßig, ne? Muss man wirklich sagen. Kommt auch gut. Ich sag ja, wenn er so Figuren auf ein Diorama stellt, könnt ihr da teilweise noch ein bisschen mehr rausholen. Auch wenn es so poppige Farben sind, finde ich, kommt es doch recht gut, ne? Ja, werde ich dann auch noch gleich so in 360 Grad drehen lassen. Oder ihr stellt den ganz einfach auf einen Stein, um den hier auch nochmal in Aktion zu bringen. Mal gucken, wer am besten kommt. So, hier am Felsrand sitzen, den guten Morgen begrüßend. Das kann man doch auch angucken. Oder ihr setzt ihn einfach auf einen Geburtstagskuchen, auf eine Geburtstagstorte oder daneben als Geschenk, ist es schon nett. Das ist so ein Kindergeburtstagsdrache, oder? Und dank dieses Hornes hier oben, könntest du den auch als Nikolausdrache verkaufen. Okay, das war schlecht. Egal. Wie auch immer, ihr könnt auf jeden Fall Spaß mit dem Kerlchen hier haben. Das steht hier außer Frage. Gut, damit würde ich sagen, sind wir hier auch durch. Netter neuer Drache für die Drachenserie von Safari Limited. Extrem quietschig bunt, komplett abgedrehter Kopf, das kannst du anders gar nicht sagen, ja. Aber wer Spaß an sowas hat, ihr habt's gesehen, ihr wisst, das gibt es. Plus demnächst auch ein Regenbogen-Axolotl. Wer das braucht, weiß ich nicht, aber so wie ich mich kenne,
werde ich den hier auch irgendwann kriegen. Ne? So, Leute, das war's dazu. Ich lasse noch in 360 Grad drehen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Lese euch noch kurz den Text dazu vor. Ist nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay. Der Feenregenbogendrache ist ein funkelnder, leuchtender Drache, der jedem den Tag versüßen kann. Wissenschaftlicher Name Draco Iris. Diese Feenregenbogendrachenfigur hat einen perlmuttartigen Glanz auf seinem funkelnden Körper und Regenbogenfarben zieren die ausgebreiteten Flügel und Schwanz. Großartig für alle Fans von Fabelwesen. Der Fairy Rainbow Dragon ist Teil der Drachenkollektion von Safari Limited. Alle Produkte sind ungiftig und BPA-frei.